blau-orange gemustertes Midi-Kleid mit großem Lackgürtel, strengem Dutt und flachen Schuhen auf der einen Seite. Das gleiche Paisley-Muster in Kombination mit High Heels und offenem Haar auf der anderen. Heute haben wir ein royales Lieblingskleid für euch, das unterschiedlicher nicht kombiniert werden könnte und nebenbei auch noch eine witzige Geschichte erzählt. Anlass genug, diesem modischen Highlight einmal auf den Grund zu gehen, bietet der jüngste Auftritt von Königin Letizia. Gemeinsam mit ihrem Gatten Philippe besucht die 47-Jährige jetzt das Nationalmuseum der Naturwissenschaften in Madrid. Neben großem Interesse für die Worte ihrer Gastgeber bringt Letizia ein extravagantes Dress aus ihrem royalen Kleiderschrank mit. Lockere Ärmel, seichter Stoff und verspieltes Muster mit kleinen Krönchen. Dieses knielange Kleid ist genau der richtige Begleiter für heiße Temperaturen. Der filigrane Gürtel in Beige und ihr locker fallendes Haar vervollständigen den sommerlichen Business-Look. Dass sich dieses It-Piece gut für wärmere Gefilde anbietet und trotzdem Etikette wahrt, hat auch Kronprinzessin Victoria schon bemerkt. Deshalb hat sie sich im Oktober 2018 bei ihrer offiziellen Jordanienreise für das bunte Midi-Kleid entschieden. Mit dunklem Hinguckergürtel, silbernen Ballerina und strenger Frisur entfaltet das Dress allerdings eine ganz andere Wirkung als bei Letizia. Ein Kleid, zwei komplett andere Looks. Wahnsinn, was vermeintlich unbedeutende Details so alles ausmachen können. Mit einer völlig eigenen Interpretation präsentiert die Spanierin jetzt eine trendige Komposition. Aber auch Letizia führt dieses Kleidungsstück nicht zum ersten Mal aus. Bereits zum vierten Mal dürfen wir das Sandro-Design an ihr bewundern. Im Jahr 2019 hat sie es am 21. Juni und am 20. September getragen. Zufall? Wohl kaum. Genau zwischen diesen Daten findet der meteorologische Sommer statt. Auch in diesem Jahr holt die Königin das Kleid wieder Mitte Juni aus dem royalen Kleiderschrank. Ja, hinter den schönen Stoffen stecken manchmal eben ganz schön spannende Geschichten.